Sanja und wir spielen heute Scribblio mit Pokémon Leelift. Das sieht man noch im Chat. Nice. Hallo, hier ist Sironja. Wir spielen heute dreimal mit mir und jetzt wird eine wunderschöne Zeichnung gemacht. Das Tops ist, drücke ich schon mal einen Daumen runter. Ey, Tops, komm, start doch jetzt. Tops malt eine Schnecke. Wir spielen mit dem Pokémon von Version, von Gen 1 bis 4. Das sieht nicht aus wie Pikachu, das sieht für mich aus wie... Ja, aber ich kenne keine Pokémon. Das wird ein Ponita. Genau, Flo hat nie Pokémon gesehen. Allgemeinbildung Level auf 0. Das sagt diejenige, die keinen SpongeBob geguckt hat, ne? Tamara vielleicht? Hä, ist kein Ponita? Ey, das ist doch dieses Weiterentwicklung. Ah, die Weiterentwicklung. Guck mal, Flo, kannst du googeln? Oh Mist, ich hab mich vertippt. Dann musst du nicht mal googeln, dann musst du nur die Schreibweise. Wie schreibt man's richtig? Galopp. Ha. Ha. So, genau. Flo darf den Pokédex als Hilfe nutzen. Das ist kein Schummeln. Man konnte es erkennen. Ja. Florian hat scheinbar ähnliche Probleme. Ich führe mit 220 Punkten, by the way. Okay. Ich habe persönlich jedenfalls nicht weitergespielt als Gen 4. Also das ist Platin. Oh, okay, den kann ich malen. Der ist cool, oder? Okay. Ey, lol, wie heißt der? Ich warte mal, ist überhaupt richtig? Ah, hast du nicht nach einem Namen ausgesucht? Was ist denn, was? Nein, guck mal, guck mal. Also ich glaube, das ist der. Warte mal, schau mal. Ich probiere jetzt mal. So, warte. Also, nicht böse sein. Miraplas falsch. Ich kenne den Pokémon. Was? Was ist das? Oh nein, 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 nein. Warte. Ey, ich glaube, man kann es erkennen, glaube ich. Ey, hieß ja nichts anderes? Nee, das ist die Vorentwicklung. Wir haben schon mal eine Runde aufgenommen, da habe ich aber ohne Ton aufgenommen. Da kam das gleiche, aber Quappo, nicht Quappuzzi. Okay, jetzt mal Ron, jetzt bin ich gespannt. Alten Ronja gemacht. So, das hier, warte, warte, das kriegt noch einen. Pass auf, das wird wunderbar erkennbar sein. Das wird 1A. Ups! Oh nein. Ey, wie heißt der? Ich glaube, den kenne ich, oder? Kenne ich den? Ist es der von Team Gelb? Oh nee, warte, der hat eigentlich weiße Augen. Der hat so ganz kleine weiße Augen und ist ein bisschen dumm. Nee, der hat ganz kleine schwarze Augen. Ganz kleine schwarze? Warte, der hat hier noch so drei Haarbüschel. Oh Mann, ich wollte doch die... Ich habe kein Pokémon gespielt, aber ich kenne ein paar von Pokémon Go. Das war mal der. Ich hab leider falsch gehört. Der tat mir immer so leid in der Serie. Ja, du warst immer so. Oh. Genau, der hat so weiße Augen mit so ganz kleinen schwarzen Punkten. Das wollte ich mal. Habt ihr Pokémon geguckt? Ich war großer Pokémon-Fan. Pokémon war super. Ist das die Schildkröte, Tops? Tops. Nein. Das ist ganz klar Shellast. Das ist ganz klar ein Safcon. Ein Safcon. Oh mein Gott, das ist wirklich ein Safcon! Wie schreibt man das? Ja, das wüsstest du wohl gerne. Könnte aber auch eine Raupe sein. Das ist kein Rekwaser. Ich weiß doch auch nicht. Ich kenne nicht so viele Pokémon. Ja, es ist ein Safcon. Ich weiß nicht, wie man das. Ja, ein Saftcon. Sehr leise, ich hab kein Pokémon gespielt. Mit einem C. Saftklon. Ja. Mit einem C. Ja, genau. 325 Punkte, wohlverdient. Ey, der ist cool, der ist wirklich cool. Warte mal, okay, ich bin gespannt, was du uns meinst. Wie führt Tops eigentlich schon wieder? Ey, Junge, der Tops führt immer. Auspuff nochmal. Nein, den solltet ihr rausfinden. Ist kein Knuffenser? Okay, es ist ein... Nee, du bist so langsam. Ich habe schon vorher die Knuffenser geschrieben, Tobias. Sag ich an Mirapla. Oh Gott, wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Ich kenne das. Oh, danke. Schön für deinen Tipp. Ich bin nicht aufs Wort gekommen, aber dann hat Tops Sonnenflora geschrieben. Was ist das? Okay, pass auf. Ich glaube, der ist halbwegs schwer zu zeichnen. Aber ich hoffe, ich krieg das trotzdem hin. Der hat immer in Mystery Dungeon gab's den. Der hatte hier dann so gelbe Zacken drauf. Hatte dann hier so eine Art. Das ist das Auge. Das ist dann da drinne gewesen. Ich glaube, das ist. Der hat. Jupp!
Das ist die Zunge übrigens. Der hat dann hier so goldene Streifen im Gesicht. Oder hier runter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wer kennt ihn denn nicht? Hä, den kennt man. Das ist ein bekanntes Pokémon. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich den ordentlich zeichnen soll, bin ich ganz ehrlich. Aber ich hoffe, man... Ja, okay, Tops hat schon mal richtig. Aber Tops kann es leider nicht schreiben. Das sind wir ja gewöhnt von ihm. Danke, Ronja. Ich hab dich besonders doll lieb. Ey, das sieht gut gezeichnet aus, aber ich kenne die leider nicht. Der hat, ist es seine Zunge? Ja, das ist seine Zunge. Das ist ein Chamäleon. Der hat dann hier hinten noch so einen Schwanz. Ich glaube, da hat er dann auch noch so Zacken drauf. Natürlich! Natürlich! Ich habe keine Ahnung, was es ist und ich habe es auch nicht gegoogelt. Ich rate es einfach nur hier. Okay. Ja, du hast ja bei Tops schon gelesen, wie der Name ungefähr ist. Also, normalerweise ist das so ein Verkäufer in einem Stand bei Mystery Dungeon. Keine Ahnung. Tops ist ein Keck. Ja klar, warum doch nicht nur mit C? Bei Pokémon ist es oft so, dass sie einfach Sachen mit C haben. Ja, die ich können sich mal mit... leisten oder so. Okay. Ich mach schon mal Dings, Daumen runter. Tops braucht zu lang. Vier Buchstaben. Das ist ein einfach zu schreibendes Wort. Daumen runter. Ich kann es nicht erkennen. Was soll das denn sein? Das ist eine Bananenschale. Ente. Oh, Ente ist stark. Vielleicht gibt's ja eins. Die Toilettenschüssel? Ja, warte, wir sind bei Pokémon, gell? Wir sind bei Pokémon. Es fällt mir schwer. Der hat so, warte. Mhm. Der hat hier so einen. Ja? Oh! Ja. Du kannst mir sagen, was du willst. Du kannst erkennen, wenn du weißt, was es ist, ne? Ich hab's nur erkannt, weil wegen den vier Buchstaben. Ich hab's nicht deinetwegen erkannt. Ich bin die Pokémon mit vier Buchstaben durchgegangen, die gelb sind. Guck mal, das sieht aus, als hätte der ein Mikrofon in der Hand. Das stimmt gar nicht. Das soll ein Löffel sein. Und den Löffel hat nur die Nachentwicklung, soweit ich das weiß. Das ist keine Vogelscheuche. Ich kenne kein Pokémon, deswegen weine ich jetzt. Die Wette hat einen C. Nein, der sitzt, der sitzt im Schneidersitz da und macht so. Okay. Ja, der teleportiert sich immer weg. Ich wollte den damals immer so gerne fangen, aber dann konnte ich nicht fangen, weil ich immer wegteleportiert war. Also. Das war okay. Damals, da war ich aber noch relativ jung. Ey, der ist richtig witzig aus. Ja, der ist richtig witzig aus. Okay. Ich bin gespannt. Ich hab keine Ahnung, wer das ist, warte mal. Aber er sieht richtig cool aus, warte mal. Okay, blau. Blau ist schon mal. Guter Start. Das ist. Oh! Hä? Ich bin schon das beide gedacht habe. Ist es die Nachentwicklung von Tangela wahrscheinlich? Hey, das ist doch ein Tangela. Ja, fast. Wie heißt denn die Nachentwicklung? Wie denn? Ja, wie denn? Tobias, würde mir stinken, wenn ich nur auf Platz 2 wäre und nicht die Punkte hätte. Weil mir der Name nicht einfallen würde, aber wirklich gut gezeichnet. Ich bin echt stolz auf meine Zeichnung. Ja. Deine Pokémon-Zeichnungen sind on fire. Tops. Ja? Tops hast du immer noch nicht. Hä? Tops. Mach dich nicht lächerlich. Ah! Nein. Das kleine Grinsen noch. Der ist irgendwie voll süß. Warum Tango? Du kannst wahrscheinlich Tango. Hier ist was, das habt ihr noch nie gesehen. Ist auch mal was anderes. Ich find's wichtig, dass man da ein bisschen Diversität reinbringt. Ich find's schön, dass jeder hier eine gleiche Chance hat. Ey, warte, den kenn ich! Das ist der von vorhin. Warte mal, wie hieß der? Warte mal. Ich versuch's unten zu googeln. Wie hieß der? Warte mal. Das ist Glurak. Den hatte ich vorhin. Nein, das ist der eine komische mit diesem. Das ist Glurak. Ich glaube, der hat so. Das sind seine geballten Fäuste, meine ich. Hier. Wie ist der, Flo? War das der? Ja, das war der. Ey, aber ich weiß, wer der. Quapo, ja, ja. Aber ich weiß schon, wie du meinst. Mit den Namen. Ich komme rein, ich werde zum Pokémon-Trainer. Pokémon-Trainer. Ich hab den Bauch nicht weiß gemalt und keinen schwarzen Kringel drauf. Vielleicht lag's an mir. Ja, Tops malt das hast. Bin ich dabei. Was soll denn das sein, Tobias? Ah, schade. Irgendwann wird's klappen. Oh, ich weiß, was es ist. Aber es ist nicht Knogger. Schade. Ja, ist ja. Warte mal. Was ist denn das? Täusche ich mich jetzt so? Tobias? Ja, warte. Ich sehe hier einen Knochen mit Strich dran.
Was soll das denn sein? Ist schon richtig. Ist schon richtig. Nee, das ist nicht richtig, das ist kein Pokémon. Doch. Der hat nämlich hier so, warte, der hat nämlich das in der Hand. Einmal reicht leider nicht, deswegen. Ja, Knogger hat den Knochen in der Hand. Was gibt's noch bei Knogger? Weiterentwicklung. Keine Ahnung, wie die heißt. Ja, siehst du. Knoggack. Weil C, keine Ahnung. Knoggon. Nee. Ah. Oh Gott, das sieht auch schon wieder. Was? Verstört aus, ich weiß. Gogon? Knallgogon. Wieso fällt mir der Name nicht ein? Ich kenne nur Knogger. Irgendwie komme ich dort gar nicht. Ich hätte nicht mal gewusst, dass der eine Nachentwicklung hat, to be honest. Also. Klar, da ist auch klar hier so. Tragosso. Ja. Doch. Oh ja, das wusste ich doch, ja. Ja, Flo, nicht wahr? Okay, Pikachu ist falsch. Das ist schade. Okay. Grün und rot. Oh, wir sollen dich auszeichnen lassen. Das heißt, wir sagen nichts. Aber ich sag's schon mal. Das heißt, Tops sagt einfach eh nichts. Hä, das ist richtig gut. Daumen hoch. Habe ich direkt erkannt bei der grünen Form schon. Oh, das Auge. Richtig ausdrucksstark. Habock. Junge. Richtig gut. Ist das macht der Elektro-Dinger? Guck mal, das ist der einzige, den ich hier auf der Bildschirm. Sieht so ähnlich aus. Der sieht aus wie... Halt quasi viel anders. Oh, warte mal, ich kann nichts davon malen. Wir versuchen jetzt was, aber das wird wahrscheinlich nichts. Darf ich einen Tipp geben? Ist es ein legendäres Pokémon? Nein, Top, du hast Pikachu erstmal falsch geschrieben, das schreibt mich so. Okay, das ist der Panzer von dem Vieh. Ist aber... Nein, ist kein Kyogre. Oh Gott, der hat so rote Streifen? Wie malt man das denn ordentlich? Das ist der Kopf. Ich hab's so. Warte mal. Pass mal auf. Nein. Das ist. Warte, wir googeln jetzt nach einem Bild und versuchen das zu malen. Der hat hier einen roten Hals. Oh nein. Und dann ist der Rest blau. So. Und dann hat der so rote Flügel. Das ist echt schwer zu zeichnen, okay? Der ist nicht legendär, Mädel. Der ist nicht legendär, wusste ich. Irgendwie habe ich den immer. Ich habe den immer legendär im Kopf gehabt, B. Junge, das ist eins der geilsten. Ich mochte den auch gern, aber ich habe immer gedacht, der wäre legendär, weil ich ihn so gerne mochte. Okay? Nur weil du nicht legendär willst, ist er nicht gleich legendär. Schweig still. Böse Runde. Der hat dann hier so runtergehende Füße. Ja, dann kannst du Flo so. 3D-Zeichnung. Guck dir mal an, wie viel Flo hat. Ist das von Glumanda eine Entwicklung? Nein. Junge, was soll das auch nicht wissen? Nice. Wie heißt. Tops. Keine Ahnung. Was zeichnest du da? Ist das ein Stock? Du wirst es erkennen. Du wirst denken: Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Pikachu, ja, ich weiß nicht, wie ich das nicht gesehen habe. Dude, was soll das sein? Blaue. Und dann hat er hier das so, warte. Oh! Und jetzt willst du mir sagen, das kann man nicht erkennen? Das ist furchtbar gezeichnet. Wie schreibt man das richtig? Capoeira. Ich würde es ja noch lauter sagen, Mädel. Ich habe es ja schon in Chat geschrieben, jetzt ist es egal. Und ich kann es nicht richtig schreiben. Capoeira. Capoeira mit K ist close. Capoeira. Der dreht sich dann halt. Ja, wir wissen das. Capoeira. Wer schreibt es eher richtig? Ja. Nein. Capoeira. Capo, so wie man spricht K. Capoeira! Hey, so spricht man das nicht, man spricht es mit einem I. Nein. Ich nehme jetzt mal einen richtig komischen. Es gibt eine Kampfsportart, die heißt Capoeira und die schreibt man mit einem I. Ey, der sieht witzig, aus. Sieht aus wie so eine. Wie eine aufblasbare Puppe. Oh, okay, warte. Warte.
Nee, lass mich doch mal machen! Das Leerzeichen, ja. Kannst du auch, Ronja, kannst du auch diesen Meme das bist du, und dann zeigt er so ein Bild von Porygon, von so Pokémon-Karte von okay, Porygon. Okay, ich glaube, letztes Dings. Und dann ey, Ronja und Tobs, ihr richtig knapp bei euch beide. Ja, warte mal. So, und dann machen ist wir ist das etwa ein Pikachu? Nein. Das ist kein Pikachu. Wieso könnte ich diesen Eimer nie auswählen? So, das ist erstmal die Grundform, damit ihr erkennt, was es ist. Das ist ein Typ mit Köpfen, oder? Nein, 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 das sind die Hände. Das sind die Hände. Das sind so Pompons in den Händen. Das sind Pflanzen-Pokémon. Oh, ich hatte den mal wie. Das sagt mir natürlich alles. Der ist, ich glaube, der ist Female, deswegen machen wir dem jetzt Haare. So sieht der aber nicht aus. Okay, das ist eine freie Interpretation gerade. Um Flo zu helfen. Gern geschehen. Wie hieß er denn? Ist ein Pflanzen-Pokémon. Hat eine Nachentwicklung, die tatsächlich weiße Haare hat, was man hier nicht sieht, die Roserade heißt. Und die dann so ein bisschen mehr bufft ist. Das ist die Standardversion, die aber ähnlich vom Namen her klingt. Gut gesagt, wir konnten kein Ergebnis finden. Ist natürlich belastend. Ja! Bitte. Ja! Nee! Na dran! Nee, Roserade ist die nach. Hä? Oh nein. Ey, aber Ron, das hast du trotzdem gewinnt. Roselia, also. Ich gewinne! Ich gewinne! Oh, mit 50 Punkten! Easy, boys! Luck, luck, luck! Das war's dann aber auch mit dieser Frage. Scribble! Scribblio Pokémon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Scribblio Vorschläge habt für bestimmte Themen, genau, nicht unbedingt Pokémon sind, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, genau. Mal schön die Hose, wenn ihr aus dem Haus geht, ne? Ne, Flo? Ja, ciao. Genau. Ja. Ciao!